Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute spreche ich mit euch mal wieder über den VXX. Also das ist ja ein Volatilitätsindex, haben wir schon ganz viele Videos gemacht. Und ich will euch heute mal eine Besonderheit des VXX zeigen, die viele wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm haben, aber die uns einiges über das Jahr 2018 sagt, aber vielleicht auch einen Ausblick aufs Jahr 2019 gibt. Also auf geht's! Ich bin vor kurzem auf Twitter über einen Tweet gestoßen, der den VXX behandelt hat. Und der VXX, nochmal für alle, die neu dabei sind, die nicht genau wissen, was das ist, der VXX ist also ein Index, der versucht, die Volatilität, den VIX, also den Volatilitätsindex, nachzubilden. Da man die Volatilität selber nicht kaufen kann, also man kann den Index nicht kaufen, muss man sich hier Futures bedienen. Und die Futures haben allerdings den Nachteil, dass sie aufgrund von Rollverlusten, weil die meiste Zeit sind sie in einer Contango-Situation, dass dieser ETF, oder nein, es ist ein ETN, also ein Exchange-Traded Note, dass der eigentlich permanent aufgrund der Rollverluste zu Verlustvorteil ist. Ne? Wer nicht genau weiß, VXX, guckt mal hier oben, gebt einfach mal ein, Optionsstrategien VXX, wir haben da schon ganz, ganz viele Videos darüber gemacht, ist ein wahnsinnig tolles Handelsinstrument, nicht nur für Optionshändler. So, und jetzt ist was Besonderes. Den VXX, den gibt es seit dem Jahr 2009. Im Januar 2019 wird er aufhören zu existieren, da läuft er nämlich aus, aber keine Angst, es gibt schon einen neuen, den VXXB, also die B-Serie, und der ist dann sogar für 30 Jahre aufgelegt und wird einfach parallel laufen. Das Besondere bei dem VXX ist, dass der zwar zwischendurch immer mal zu durchaus extremen Anstiegen in der Lage ist, ne? Sprechen wir gleich noch darüber, aber langfristig eben aufgrund dieser Rollverluste fallen muss. Es geht einfach nicht anders. Der muss zwingend fallen. Und jetzt haben wir in diesem Jahr eine Situation, die ist bislang nur, die ist eigentlich noch gar nicht aufgetreten. Denn seit Anfang des Jahres ist der VXX im Plus. Ich blende euch mal hier eine Tabelle ein. Und das ist genau das, was ich hier auf Twitter gesehen habe. Nämlich, da hat das jemand mit hoher Kompetenz im Bereich VXX, das ist jemand, der einen amerikanischen Blog betreibt, wo es um Volatilitätsprodukte geht, der hat das hier veröffentlicht. Und da sieht man, dass der VXX aktuell dieses Jahr so roundabout 4%, das schwankt immer so ein bisschen, im Plus ist. Und das hat es noch nie gegeben. Jetzt werdet ihr sagen, hey, in der Tabelle sieht man doch aber, dass es das schon zweimal gab. Ja. Allerdings nur in der historischen Rückrechnung, weil, wie gesagt, erst 2009 aufgelegt, aber, nein, es stimmt natürlich, einmal gab es das schon, 2011. 2011 ist der 3,6% angestiegen. Ja, also klar, 2011 ist er schon mal angestiegen, das heißt, es gab es ein einziges Mal und jetzt gab es das eben nochmal. Und es gab es aber auch schon mal 2007 und da ist er nämlich sagenhafte 43% angestiegen. Jetzt können wir aus dieser Tabelle ein paar interessante Sachen ablesen. Punkt Nummer 1, 2007 ist der 43% angestiegen. Was war denn gleich 2008? Um Gottes Willen, Finanzkrise, da sind doch die Märkte so dramatisch eingebrochen. Ne? Ist also der Anstieg in diesem Jahr schon der Vorbote eines großen Crashs im Jahr 2019? Naja, das wäre jetzt Glaskugelleserei, weil im Jahr 2012 ist der Markt angestiegen. Das heißt, der Aktienmarkt ist sehr gut performt 2012, obwohl ja der VXX auch im Jahr 2011, ihr wisst, das war gar nicht so ein ganz einfaches Jahr, auch ein bisschen angestiegen ist, eben wie die, ich habe es hier unten auf dem Zettel, deswegen gucke ich immer so ein bisschen runter, 3,6%. Ne? So. Also das heißt aber nichtsdestotrotz, wir sehen daran, dass der VXX, der ja im Grunde nichts anderes macht, als die Volatilität und die Futures auszudrücken, das Verhalten der Futures, dass der in diesem Jahr schon was Besonderes macht. Ne? Und damit bedeutet es auch, dass die Future-Händler, das sind meist die großen Jungs, dass die schon was Besonderes machen. Also dieser Schock, den wir im Februar hatten, am 5. Februar, als die Märkte so eingebrochen sind, der ist scheinbar so groß, dass die Leute, sobald es auch mal nur ein bisschen im Markt runtergeht, und wir sehen das immer wieder, sofort in Volatilitätsprodukte springen, sofort Futures kaufen und die permanent eigentlich verhindern, dass der VXX seine
ihm ursprünglich gelasteten Rollverluste, dass er die dann tatsächlich auch macht. Ja? Jetzt können wir auch noch was Spannendes daraus ableiten, nämlich Punkt Nummer 1. VXX, das ist ein Produkt, was wir sehr gerne auch verkaufen. Das heißt, wir verkaufen gern Volatilität. Und wir sehen zum Beispiel hier selbst in der historischen Rückrechnung, ja, es stimmt, im Jahr 2007, also noch vor der Finanzkrise, ist der sehr, sehr stark angestiegen, nämlich 40%. Aber guckt euch mal das Jahr 2008 an und das Jahr 2009, also da, wo die Preise wirklich runtergedonnert sind. Ne? Was hat da dieser VXX gemacht von Januar bis Dezember? Der ist gefallen und zwar ganz ordentlich. Wie in jedem anderen normalen Jahr auch. Das heißt also, wir haben dieses Jahr eine Ausnahme. Bedeutet das also, dass wir jetzt blind sagen können, na, der VXX ist ja jetzt gestiegen, jetzt gehen wir das Ding einfach short und verkaufen den ganz einfach. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil, was man bei VXX immer bedenken muss, der kann sich zwischenzeitlich, ich habe das am Anfang erwähnt, auch mal deutlich, deutlich erhöhen. Historisch rückberechnet in der Finanzkrise hat sich der VXX verfünffacht. Ne? Also das heißt, du hast bei 10, bist du short gegangen und das Ding war auf 50. Böse Sache. Ne? Das, wenn du im falschen Moment drin warst. Also das kann passieren, der ist quasi ein bisschen ein Biest. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für einen Volatilitätsverkäufer immer lohnend, wenn er sagt, ich warte darauf, dass etwas passiert und verkaufe dann den VXX. Und auch in diesem Jahr war es wieder so. Also wer den zu irgendeinem Zeitpunkt verkauft, der läuft Gefahr, dass er zwischenzeitlich ganz, ganz deutlich ins Minus läuft. Aber selbst in einem Jahr wie dem Jahr 2018, wo wir jetzt einen Anstieg des VXX seit 1. Januar haben, wenn auch nur um wenige Prozent, wenn du ihn zum richtigen Zeitpunkt verkauft hast, nämlich dann, wenn er angestiegen war, wenn er sich deutlich erhöht hat, ist das eigentlich eine relativ sichere Bank. So, jetzt blende ich dir hier mal noch einen Chart ein. Das ist nämlich der VXX im Jahr 2018 und du siehst hier Januar, Februar, boom, den knallt es nach oben und danach, ja, dann geht es wieder schön nach unten. Nicht so dramatisch, wie wir das sonst vielleicht gesehen haben. Ne? Aber jetzt bitte nicht darauf schließen, dass sich im Markt irgendwas geändert hat oder dass das nicht mehr funktioniert. Die Gesetzmäßigkeit, Reversion to the Mean, Rückkehr zum Mittelwert, die wird auch jetzt wieder funktionieren. Ne? Die wird auch definitiv jetzt wieder beim VXX notieren und wir liegen immer auf der Lauer und warten, dass der mal nach oben geht und dann verkaufen wir ihn. Jetzt vielleicht an der Stelle ganz kurz der Hinweis, wir werden demnächst ein neues Produkt rausbringen, quasi der Nachfolger von kleine Konten, was wir jetzt schon viermal gemacht haben. Es wird diesmal ein bisschen anders sein und dort werden wir aber auch den VXX-Trade wieder auflegen. Geht am 27. September, geht das los, kriegt ihr hier noch Werbung und so, ne? Also keine Sorge, das geht nicht an euch vorbei und da werden wir euch zeigen, wie ihr jetzt immer noch den VXX vernünftig handeln könnt, weil amerikanischer ETF, eigentlich kannst du den gar nicht mehr handeln. Ne? Du kannst den nicht mehr shorten, es geht aber doch, man muss bloß wissen wie. Ne? Also man muss bloß wissen wie, erkläre ich euch alles in diesem neuen Lehrgang, den wir da machen und da ist das ein Bestandteil neben vielen anderen Dingen, neben Cash Secure Puts und neben Short-Put-System und so weiter und so fort. Ne? Also das nur mal so am Rand. Okay, also halten wir mal ganz kurz fest, was nehmen wir jetzt mit raus? Dieses Jahr ist ein außergewöhnliches Jahr im Optionsmarkt. Das ist einfach ein sehr, sehr außergewöhnliches Jahr. Der VXX gibt uns keinerlei Auskunft, wie es in Zukunft werden wird. Wir können so ein Jahr wie 2008 haben, wir können aber auch so ein Jahr wie 2012 haben. Ne? Wissen wir nicht. Das ist random, das ist Glaskugelleserei. So. Was wir aber sehen, ganz eindeutig, ist, dass es sich einfach lohnt, in diesem Produkt immer nach Gelegenheiten zu schauen, in diesem wohler Umfeld nach Gelegenheiten zu schauen und hohe Volatilität zu verkaufen, weil es einfach ein sehr, sehr toller Trade ist, wenn du ihn vernünftig timest. Und das Schöne ist bei der Volatilität, du musst das nicht auf den Tag, die Stunde oder so genau timen. Es genügt das grobe Zeitfenster. Und was ich besonders an den VXX-Trades liebe, und an anderen Vola-Trades, die wir machen. Du sitzt einfach nur da und wartest, dass etwas passiert und gehst dann in den Markt. Und andere, die sind im Markt, dann passiert was und dann kriegen sie das große Zittern. Ne? Dann gibt es Ärger. Und wir können einfach warten, bis es reingeht. Und das kann aber auch mal heißen, wie in diesem Jahr haben wir so gut wie keine VXX-Trades gemacht. Ja, haben natürlich im Februar dann irgendwann welche gemacht oder im April.
als es nochmal kurz runterging. Aber sonst haben wir dieses Jahr mit dem Produkt selber kaum was verdient, weil die Gelegenheiten nicht oft da wären. Das Schöne ist aber, wenn es Jahre gibt, wo wenig Gelegenheiten kommen, kommen definitiv dann wieder Jahre, wo es mehr Gelegenheit gibt oder eine schöne große Gelegenheit, wo man mal richtig Attacke machen kann. Ne? Deswegen, beschäftigt euch mit dem VXX, schaut Videos hier auf dem Kanal an, informiert euch im Netz, guckt, was wir da machen können, oder was ihr da besser gesagt machen könnt. Das ist ein tolles Thema für Optionshändler, aber auch für alle anderen, die sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. So, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen, danke für eure Fragen, danke für eure Kommentare, die ihr jetzt hoffentlich hier reichlich reinschreibt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.